Hallo, mein Name ist Christian Gottschling und wir wurden wieder ausgezeichnet, aber diese Auszeichnung, auf die bin ich besonders stolz. Bei dieser Auszeichnung wurden wir für drei Sachen ausgezeichnet und genau das sind die Punkte, wofür wir stehen. Wir wurden ausgezeichnet für den schnellen Verkauf, für den sicheren Verkauf und den Verkauf zum bestmöglichen Kaufpreis. Und das von einer neutralen Stelle. Daher bin ich ja echt super stolz darauf. Was ist passiert? Ich habe eine E-Mail gekriegt, die habe ich hier, und zwar hat uns Chip.de hat einen Vergleich gemacht von allen deutschen Maklern mit einem Partner, der nennt sich Properbird, und dort gab es ein Ranking. Und dieses Ranking hat dazu geführt, dass wir als Top-Makler von Chip.de ausgezeichnet wurden. So, ich habe mir natürlich angeschaut, was ist das? Properbird, was machen die? Chip.de ist ja natürlich durchaus bekannt, wobei eigentlich mehr aus dem Bereich der Computerzeitung hatte ich dir gekannt. Deshalb habe ich einfach geschaut, wer oder was ist Properbird. Und das schreiben die auch ausführlich. Und zwar schreiben die, finden Sie den besten Makler und das kostenlos. Das steht auf properbird.de. Properbird bietet Ihnen eine objektive Leistungswertung von mehr als 66.000 aktiven Immobilienmaklern in Deutschland. Das ermöglicht Ihnen vollkommen kostenlos, den für Sie passenden Makler zu wählen, basierend auf dessen bisherigen Leistungsdaten. In Klammern Angebotspreis im Vergleich zum Marktpreis, Verkaufsgeschwindigkeit und Vermarktungsaufwand. Wo liegt das Problem? Es ist schwer, den richtigen Makler zu finden. Der Ansporn für Makler, den höchstmöglichen Preis für ihre Immobilie zu erzielen, ist nur sehr gering, da sich der Mehraufwand kaum in deren Verdienst widerspiegelt. Es gibt viele schlechte, in Anführungsstrichen, Makler aufgrund der niedrigen Qualifikationskriterien an Immobilienmarkt in Deutschland. Muss ich sagen, bin ich auch dafür. Wir setzen uns dafür ein, dass die auch deutlich höher gesetzt werden und dass es vielleicht sogar ein Ausbildungsberuf wird. Drittens, bisher war es praktisch unmöglich, die wirklich guten, wieder in Anführungsstrichen, Makler zu finden, da bis jetzt lediglich subjektive Kundenbewertungen zur Verfügung standen. Das ist der Status quo. Jetzt kommt Properbird und sagt, was machen die anders, wobei können die helfen? Und zwar ist es so, dass Properbird Transaktionsdaten der Makler verwendet. Properbird sammelt täglich Daten von allen führenden Immobilienplattformen zu jedem angebotenen Objekt. Dadurch können wir die Makler an ihre Transaktionsdaten bewerten und ermöglichen es Hausverkäufern, Makler anhand objektiver Daten zu vergleichen. Unsere transparenten Makler-Ranking werden mit komplexen technologischen und analytischen Methoden wie Data Crawling, Image Hashing und Automated Valuation Modeling erstellt. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es hört sich gut an. Anhand dessen erkennt man die tatsächliche Leistung eines jeden Maklers. So, das ist Properbird. Das heißt, ganz einfach gesagt, die scannen alle großen Portale, Immobilien-Scout24, Immowelt, Immonet, eBay Kleinanzeigen und wie die alle heißen und gucken darauf, welche Immobilien inseriert man? Was ist der Marktpreis? Was ist das Angebotspreis oder Exposépreis? Und wie lange dauert es, bis die Immobilie verkauft ist? Und das vergleichen wir mit allen 66.000 Maklern in Deutschland. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Habe ich auch schon hier offen die Seite. Wir wurden ausgezeichnet als Top-Makler, hier oben rechts Chip-Top-Makler, weil unser Verkaufspreis im Durchschnitt 8% höher ist als der Marktpreis. Und jetzt muss man dazu sagen, das ist nur unser Exposépreis. Die kennen nicht die Notarkaufverträge. Die wissen also nicht, was der Verkaufspreis ist. Und als ich das gelesen habe und das gesehen habe, habe ich einfach mal nachgedacht, in den letzten 1 bis 2 Jahren, wir haben kein Objekt zum Exposépreis verkauft. Alle Objekte im Nachgang, wer bei uns Kunde ist, damit ja schon ein Gespräch dazu hatte, der weiß das, wir gehen immer ins Gebotsverfahren rein. Es ist ja so, in der Regel habe ich mehrere Interessenten für ein Objekt. Es sind nicht selten 2, 3, 4, 5 Stück als Höchstbieter da oder als Gebote da. Und dann gehen wir hin und sagen, okay, lieber Interessent, wir haben noch 3 andere, sagen uns doch mal, wann der Höchstpreis ist. Das heißt, in der Regel verkaufen wir gar nicht zum Exposépreis. Das ist hier gar nicht berücksichtigt, weil Properbird sieht nur den Angebotspreis, nicht den Notarkaufvertrag. Das heißt, diese plus 8% ist eigentlich gar nicht richtig. Wir sind da noch deutlich drüber. Das ist realistisch, glaube ich, plus 20%. Über den Marktpreis. Und auch da muss ich nochmal sagen, wir haben viele, viele Kunden, wenn wir zum Erstgespräch rauskommen, das Objekt bewerten
und danach das präsentieren, die staunen. Die sagen, das gibt's gar nicht. Die sagen, der Preis, den wir da aufrufen, der ist nicht realistisch. Das ist viel zu hoch. Die glauben das einfach nicht. Doch, wir wissen, was wir tun. Das ist der Beweis dafür, dass wir es können. Das weiß jeder, der uns schon angeordnet hat. Aber hier beweisen wir auf jeden Fall, dass wir über den Marktpreis verkaufen, obwohl wir schon einen ziemlich, ziemlich guten Marktpreis hier in der Region haben. Punkt 1, Verkaufspreis. Punkt 2, Verkaufsgeschwindigkeit. Ich sage es nicht oft genug, oder ich kann es nicht oft genug sagen, wer bei uns am Montag anruft, hat sehr gute Chancen, am Freitag schon im Listing drin zu sein und am Wochenende im Exposé schon mit den ersten Interessenten schon Kontakt aufzunehmen. Wir stehen für den schnellen und den bestmöglichen Preis. Der schnelle Verkauf ist bei uns, er hat 51% schneller. Wir sind doppelt so schnell wie alle anderen 66.000 Makler in Deutschland. Doppelt so schnell. Das muss ich mir vorstellen. Und dann erzielt auch 20% mehr Kaufpreis. Also wenn das nicht eine Leistung ist, dann weiß ich nicht, woran man Makler messen sollte. Wo man den Immobilienverkauf allein messen kann. Hier haben wir es. Die typische Vermarktungsdauer beträgt bei uns 27 Tage. Nach 27 Tagen haben wir den Käufer für Ihr Objekt, der mehr als 20% des Marktpreises, des teilweise sehr, sehr hohen und sehr verrückten Marktpreises bietet. Das kriegen Sie nur durch uns. Das schafft kein Zweiter. Deswegen wurden wir auch ausgezeichnet. Und das ist das, was mich so stolz macht, dass genau diese zwei für mich super richtigen Kriterien, weil Sie können Ihre Immobilie nur einmal verkaufen. Und wenn Sie einmal unter Preis verkauft haben, Sie haben Geld verbrannt. Das Geld kriegen Sie nie wieder. Und ich habe viele kennengelernt, die das gemacht haben. Ich kann dann nur sagen, hätte sie direkt bei uns gemeldet. Nützt sie natürlich im Moment nichts mehr, aber hier kann ich es Ihnen beweisen. Ich kann es jedem belegen, dass wir über Marktpreis doppelt so schnell verkaufen wie allen anderen Makler in Deutschland. Was will man noch? Es gibt noch einen dritten Punkt, der ist nicht so wichtig, den kommen wir auch noch kurz drauf. Vermarktungsaufwand. Hier wird einmal verglichen, wie lang das Exposé ist, wie viele Bilder es hat. Bei uns hat ein Exposé im Schnitt 2402 Zeichen und 17 Bilder. Finde ich, muss man jetzt in Relation sehen. Wir haben auch zum Beispiel Objekte, da schreibt man ein bisschen mehr, mal weniger. Wir haben mal mehr, mal weniger Bilder. Wichtig ist letztendlich für mich, wenn ich ein Objekt reinkriege, ich texte das Objekt für die Zielgruppe, ich gucke die Highlight-Fotos, das Highlight-Foto ist immer das Startbild oder halt das erste Bild, was auch in der Vorschau ist, und mache dann einfach so eine Reihenfolge davon, dass man quasi in ein Familienhaus, man kommt rein, dann hat man Flur, dann hat man Küche, dann hat man Wohnzimmer, also dass das Ganze so Sinn ergibt. 17 Bilder ist jetzt okay, ist nicht viel, nicht wenig. Wir machen noch Videos dazu, das ist hier gar nicht gelistet. Das heißt also, unsere Drohnenaufnahmen, wir machen viele Objektaufnahmen aus der Luft. Wir machen sogenannte Walkthroughs, also das heißt, man nimmt eine Kamera und geht einfach quasi rein, geht in jeden Raum durch und zeigt dann Details und so weiter. Teilweise 10 Minuten, einmal mit erzählen, einmal ohne erzählen, also mit oder ohne Präsentation. Das ist hier dabei gar nicht berücksichtigt. Aber Fakt ist, und das ist genau der Punkt, warum ich da mega stolz drauf bin und dass es eine Aussage ist, auf die ich wirklich viel Wert lege, ist, weil hier bewiesen wurde, dass wir unseren Verkaufspreis über dem Marktpreis liegt, und das ist nur der Exposé-Preis und das ist nicht der Verkaufspreis, das ist beim Notarvertrag niemals drin. Zumindest in den letzten 2 Jahren haben wir keinen einzigen gehabt, wo Exposé-Preis auch der Kaufpreis war im Notarvertrag. Und wie gesagt, die sagenhafte 51% schneller in der Vermarktungszeit von 27 Tagen. Und es ist so, nicht nur, dass wir zu Ihnen kommen und das Objekt bewerten, wir Ihnen sagen können, was der reale Marktpreis ist. Wir sagen Ihnen auch ziemlich genau, wann das Objekt verkauft wird, wann wir den Notartermin haben können und wann wahrscheinlich ein wirtschaftlicher Übergang, also der sogenannte WÜ, stattfinden kann. Sprich, der Zahlungsfluss bei Ihnen stattfindet. Das alles, die drei Punkte, können wir Ihnen bis auf 1-2 Tage, maximal eine Woche Abweichung, können wir das sogar vorhersagen. Und das, obwohl wir keine Glaskugel haben. Aber warum können wir das? Weil das unser tägliches Brot ist, weil wir nichts anderes machen. Von daher, wenn ein Verkauf ansteht, wenn eine Bewertung offen ist, wenn es da Rückfragen gibt, wir sind die absoluten Experten dafür in der Region. Wir sind absolut dafür die Profis. Wendet euch gerne an uns. Wir helfen euch gerne beim Verkauf. Denkt dran, man kann den Fehler, wenn man unter Preis verkauft, nicht wieder gut machen. Einmal Geld verbrannt ist immer Geld verbrannt. Ich kann jedes Objekt nur einmal verkaufen. Finde ich sehr schade. Wir könnten die Objekte, wie man es hier sieht, auch öfter verkaufen. Aber leider kann ich es nur einmal tun. Von daher, wenn ihr dazu Fragen habt, gerne in die Kommentare rein.
Wenn ihr dazu Bedarf habt, ruft uns an, schickt mir eine WhatsApp, schickt mir eine Direktnachricht, wie auch immer, wählt welchen Weg auch immer wollt. Wir werden uns kurzfristig melden und dann kommen wir raus, wir bewerten euer Objekt. Wir sagen, wir haben ziemlich genau einen Ablauf dazu. Und wie gesagt, es gibt kaum jemand, der zu besserem Preis noch schneller verkaufen kann als wir und das unter 66.000 Maklern. Wenn das nicht ein Beweis genug ist, ich freue mich auf eure Kontaktaufnahme. Bis bald!